Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in Schwarzing bei TrueFarming. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine Lieben. Ja, wir sind wieder back to Landhandel. Hatten ein sehr schönes Verhandlungsgespräch gehabt mit den, wie hieß er doch gleich? Schwarz, ne? Ja, Herr Schwarz, ja. Genau, mit dem Herrn Schwarz und dem Herrn Decker. Und zwar ging es da um die Kartoffeln. Ich denke, dass wir uns da einig geworden sind. Ich glaube, da haben wir eine ganz gute Marge für uns rausgeholt. Nämlich 25% habe ich da die ganze Zeit gerechnet. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir das am Ende des Tages auch bekommen. Ich habe so gerechnet, dass wir theoretisch sogar noch ein bisschen nachgeben könnten mit dem Preis und immer noch Gewinn machen würden, aber vielleicht klappt es ja. Da hätte man einen schönen neuen Business-Zweig, sag ich mal, der uns wahrscheinlich gut Geld bringen wird, weil die Kartoffelfabrik in Untergriesbach, die wird wahrscheinlich reichlich laufen. Gut, Till, kannst du uns noch ein paar Meter mitnehmen? Das kann ich machen, das ist kein Problem, ja. Okay, du hattest nämlich auch mal was. Komm, lass uns das im Fahrzeug klären. Ach ja, Mensch, BMW, immer wieder schön. Ach, schön bequem, ne? Hier drin. Oh, ja. Ich mach erstmal die Beine lang. Oh. So, Till, was hattest du noch? Ihr wart ja neulich, wo wollt ihr überhaupt hin? Bitte zum Herrn Schlag, zur Spedition ganz runter. Okay. Ihr wart ja neulich bei uns in Schwarzing für die Grashäckselaktion. Das ist korrekt, genau, wo wir die Biogasanlage... Unter Griesbach, nicht Schwarzing. Unter Griesbach, hm. Da hieß es in der Vorplanung... Wir werden dazu noch entlohnt. Also irgendwie kam da noch nichts rüber. Ja, das stimmt natürlich. Und da wollte ich einfach nochmal nachfragen. Genau. Ich bräuchte einmal von dir, bitte, erstens, mit was für Maschinen wart ihr im Einsatz oder habt ihr nur Manneskraft gehabt? Nee, wir hatten auch Maschinen. Ihr hattet auch Maschinen. Weißt du schon, was da im Einsatz war? Was hatten wir im Einsatz? Wir hatten unseren Deutz, unseren MB-Truck und zwei Anhänger. So, warte mal, ich schreibe mir das gleich mal auf. In Lohn und Grashäckseln. Hache. Und zwar und halt Deutz. Zweimal. Hache zweimal, genau. MB-Truck, ja. Genau, und Deutz, MB-Truck und Teil 2 Anhänger. Genau, und da waren zwei Mann ja auch den ganzen Tag mit beschäftigt. Genau. Gut, dann würde ich da was zusammenstellen und dann wird man euch das noch überweisen. Sorry, dass da noch nichts gekommen ist bis dahin, aber wir müssen natürlich auch wissen, wie groß euer Arbeitsumfang da war. Ja, genau, deswegen. Dass es auch angemessen entlohnt wird, ne? Genau, ansonsten, ja, da wird man euch die Maschinenstunden und natürlich die Arbeitskraft entlohnen. Das wird jetzt die Tage bei euch auf dem Konto ankommen. Okay. Na? Das Problem, ich kann halt keine alleinigen Entscheidungen treffen, was jetzt Kontobewegungen auf dem Stadtkonto betrifft. Deswegen muss ich immer mit Peter das nochmal Rücksprache halten aber dann geht das in Gang. Ja, dann funktioniert das. Muss ich auch mal fragen, wie es eigentlich aussieht, wie lange diese blöde Probezeit hier geht. Hat er da zynisch gesagt? Nee. Oh, dann müsst ihr aufpassen, dass du nicht ewig Lehrling bleibst. Nein, bleibt nicht ewig Lehrling. Ja, aber noch, bis zur nächsten Wahl. Ich muss aber noch das neue Energiepaket verabschieden. Das wird auch noch interessant. Erneuerbare Energiepaket, Harald. Ja. Oh, da steht das Baby. Ah, sexy. Den hast du doch. Ne. Oh yeah, baby. Dun, 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 dun. Hast du den etwa für den Landhandel gekauft? Flirt mich nicht so an, du kleines Stück. Sag mal, wie guckst du denn? Okay, komm her. Ich weiß ja nicht, irgendwie erinnert mich das Ding an Fisch. Ja, ich weiß, du bist es auch. Leichte Ähnlichkeit hat's. Aber wenn ich so von der Seite gucke mit den beiden Kameras, das könnten auch die Barteln vom Welt sein. Irgendwie, ich weiß ja, nicht. Stimmt. Also ich kann euch sagen, das ist ein neuer LKW, der für unseren Landhandel ist. Harald, und zwar ist das ein... Wie viel hat denn das Ding gekostet? Ein brandneues Modell von DAF. Die Spiegel übrigens sind Kameraspiegel. Sehr, sehr cool. Und das ist ein Wunderwerk der Technik. Ein toller LKW. Ja, wie viel hat denn das Wunderwerk der Technik uns wieder gekostet? Weiß ich gar nicht, ob man noch Motoren konfigurieren konnte. Moment, das habe ich bei der Bestellung gar nicht gesehen. Ja, merken Sie, dass man einen Mensch ignoriert? Ja. Okay, warte ganz kurz.
Hört mal her, kommt mal her. Klingt halt wie ein neuer LKW, da kommt ja nichts mehr raus. Schön leise, ne? Also ich mag ja die alten amerikanischen Trucks, ja. Der lässt sich so leicht lenken. Aber das Ding ist, ich habe ja auch schon gehört, dass Herr Manus nicht der beste Autofahrer ist. Was das kostet ist so eine Kamera in einer Neuanschaffung im Vergleich zu einem Spiegel? Deswegen meine Frage und deswegen wird er auch die Frage das nicht beantworten. Das ist falsch. Das ist schlichtweg falsch. Wenn ich sehe, wie Sie hier runtergefahren sind, Herr Hache, dann bin ich ein grandioser Autofahrer. Herr Hache, bloß mal ein Schwenk aus der Vergangenheit. Gut. Falls Sie mal einen Mähdrescher bestellen wollen mit Schneidwerkswagen. Ja. Lassen Sie bitte während der Fahrt das Telefon eventuell beim Herrn Manus an und fragen Sie ihn immer mal, dass der Schneidwerkswagen auch dran ist. Okay, warum? Wirklich gemütlich. Hat er den mal verloren? Er hat mal bei voller Fahrt einen verloren. Was? Scheiße. Jetzt hör doch auf, diese Kacke wieder rauszuholen. Also das ist ja sowas von... Oh, hier. Aber bisher ging alles relativ gut, Herr Haare. Also falls Sie was brauchen, sind wir Ihr Partner. So, gut, alles klar. Dankeschön, Till. Warte, ich will mit. Ja, aber macht ihr denn in Untergriesbach mal was auf, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, natürlich, der Bauantrag ist ja beantragt, aber du weißt doch, wie das ist mit der Bürokratie. Ja. Wir haben schon die Außenstelle für das Landhandel, für den Landhandel ist schon längst beantragt. Es gibt wohl, glaube ich, auch den Bauplatz schon. Wir brauchen nur dieses Außenlager und dann müssen wir noch jemanden rekrutieren. Da habe ich aber schon jemanden auf dem Schirm. Warum Interesse? Nee, ich wurde schon versucht abzuwerben. Nee, danke. Oh, von wem? Da bin ich jetzt gespannt. Naja, von Fritzel. Tja, unglaublich. Was? Der hat mich halt angerufen, er so... Ja, Till, wie sieht's aus? Ich habe eine Menge Geld auf dem Konto, du willst doch bestimmt nicht mehr arbeiten müssen. Und dafür soll ich den Hof verlassen. Ich sage, nee, also wenn meine du nicht Familie mehr ist mir doch wichtiger als Geld. Wenn du nicht mehr arbeiten möchtest, dann bist du beim Fritz auf jeden Fall richtig am Hof. Ja. So, dann hat er mit seinem Kontostand ein bisschen rumgeprahlt. Ich sage, ja, aber wenn sie das durch all ihre Mitarbeiter teilen, dann ist das ja auch gar nicht mehr so viel Geld. Da sagt er, ja, stimmt. Also der hat es tatsächlich auch schon versucht. Ja, aber der ist auch ein bisschen, also der weiß nicht mal, was er für Produktion hat und er weiß nicht mal, wie seine Produktion funktionieren. Also keine Ahnung, da wenn du dich weiterbilden möchtest, also wenn du dich würdiglich weiterentwickeln möchtest, dann halte ich an uns, wenn du dich eher etwas, sag ich mal, wie sagt man das jetzt am diplomatischsten? Also wenn du eher so ein bisschen, wenn du nicht auf der Stelle treten willst. Nee, wenn du eher so ein bisschen den Rückwärtsgang einlegen willst, dann... Nicht auf der Straße landen will? Ja, wenn du auf der Straße landen willst, ja. dann geht's um Wetzel. Nein, Spaß. gut, alles klar. Wir fahren erstmal wieder. Danke dir, Till, ne? Ja, soll ich euch den BMW wieder hochbringen? Wem ist denn der BMW? Ich glück der Stadt. Hä? Wieso fährt denn der Till mit dem BMW von der Stadt rum? Bring bitte wieder hoch. Das wäre nett. Okay. Unfassbar, ey. Harald, ehrlich, ey, mit dir ist du, nicht normal. Du, was geht nicht das an, wenn da der Schlüssel steckt? Guck doch mal, wie gut der fährt hier. Mhm. Der fährt. Ich will immer noch wissen, was das Ding gekostet hat. 120. Boah. Haben wir noch einen LKW, den wir jetzt veräußern können? Weil ich würde tatsächlich erstmal den ganz gerne hier behalten. Wir haben noch etliche LKWs, die wir veräußern können. Ja, lass uns doch dieses hässliche Mulden-Ding endlich wegbringen. Ja, gut, können wir ja machen. Aber wir könnten vielleicht noch mal gucken, vielleicht spricht sich das eher an, wenn wir den umbauen. Wenn wir den mit der Mulde verkaufen und mit Kipperwanne nehmen. Mit was nehmen? Mit Kipperwanne. Kipperwanne, okay. Vielleicht spricht sich das ja mehr an. Hm. Ich würde den halt generell verkaufen, weil ich den echt nur grauenhaft finde. Ja gut, ja, wenn er dir nicht gefällt, wenn er uns den nicht mehr weiter nützt, ja, dann müssen wir halt verkaufen. Aber da sollten wir die andere Zugmaschine vom LKW dann aber auch veräußern. Das wäre ja meine Frage, die Zugmaschine haben wir noch? Naja, natürlich, das ist ja dein Agrar, die Agrarversion, die du dir damals geleistet hast. Ja, pass auf, lass es uns so machen. Also ich finde, Landhandel braucht LKWs. Aber wir haben einfach einen super LKW mit unserem Kamas oder was das da ist. Für den Diesel, also der ist einfach unverzichtbar, also den würde ich auch behalten. Und ich würde sagen, dass wir einfach uns eine große Mulde für den Sattel hinstellen, ein großes Wasserfass für den Sattel hinstellen oder Flüssigkeitsfass für den Sattel hinstellen und diese zwei Sattelschleppmaschinen und fertig, aus, mehr brauchen wir nicht. Und da sind wir bestens ausgestattet. Puh.
Da musst du aber mal in der Papiere gucken, weil du sitzt ja an der Quelle, ob das bei uns überhaupt noch machbar ist. Oder ja, wir verkaufen dafür... jetzt erstmal den einen Muldenkipper, weil den brauchen wir nicht, der ist Käse. Ja. Gell? So, und dann würde ich eher mal noch einen Auflieger kaufen. Dann müssen wir halt mal gucken, was für Anhänger wir haben. Aber was willst denn du mit dem Auflieger? Na, für die Sattelzugmaschinen hier. Ja gut, aber keine Pritsche. Nee, eine Mulde. Ja, das macht Sinn. Ja, was mit ihm was hier? Ist denn das jetzt schon wieder? Meine Güte. Ach, oh, Vater, nicht so dicht auf, Mensch. Nee, müssen wir aufpassen, wer ist denn das überhaupt? Keine Ahnung, wer das ist. Steht da irgendwas drauf an der Seite, oder sind das die Spanngurte? Ich kann es nicht lesen. Nee, das sind die Spanngurte. Keine Ahnung, wer das ist. Also mal, guck mal hier, das blaue Auto hier, ist das nicht hier vom Metzger? Ja, der schleicht bestimmt auch wieder irgendwo rum. Sag mal, was macht denn der? Weiß ich nicht, aber der ist wie eine Klette. Boah, ne, vor allen Dingen, der hat so faustig in den Ohren, ne? Also hier, danke, meine Herren! Wenn ich das gehört habe hier mit den Intervallkontrollen, ich meine, gut, der macht ja seinen Job anscheinend gut, aber ich sag mal, gleich ist Recht für alle, ne? Das soll er beim Furzel aber ummachen. Macht er. Ja, gut, dann macht er, glaub mal, genau. Ich war dabei da unten, frag nicht nach Sonnenschein. Ach, ging heiß her, oder was? Oh ja. Oh. Ja, ja. Aber da war auch wieder Peter und Bayer, oh, haben die für den Ohr. Nee, frag nicht. Frag hast du mehr von Fritzl gesprochen als Fritzl selber, nicht, oder was? Frag nicht nach Sonnenschein. Oh. Ganz schlimm war das wieder. Das glaube ich gar nicht. Das glaube ich gar nicht. Siehst du, wir haben schon kaum Platz hier hinten. Du, nee, Chef. Nee. Den packen wir da doch anders ein. Das ist ein bisschen Prestige. Das ist ein bisschen Prestige, ist das. Ja, ja, ich weiß schon. Coronis zeigen und so. So, aber wen ist dieser BMW? Das verstehe ich nicht. Der ist der Stadt. Ich glaube, das ist ein Bayer, sein Privater. Achso, ja, Jungs, noch mal ganz kurz, ne, bevor ich gleich wieder abhau. Habt ihr noch eine Dose schwarze Farbe? Ich zeige dir gleich mal eine Dose schwarze Farbe, Junge. Naja, also sagen wir es mal so. Ihr seid ja echt eine gut ausgerüstete Werkstatt, ne? Aber dass bei euch ein 033er Schlüssel fehlt und ich mein Bier da oben an eurem Treppengelände aufmachen musste... Alter, hat er nicht gemacht. Oha. Hat er nicht gemacht. Das gute Pulver beschichtet die Treppengeländer. In Anthrazit, ewig habe ich drauf gewartet. Wenn der einmal was wegplatzt, dann geht das wie ein Lauffeuer. Hat er nicht gemacht. Oben an der Kante, Harald. Sag mal, sonst geht es hier aber gut los. 33er Schlüssel da. Ja, 33er Schlüssel, mein Gott, dann nimmt er einen Schraubenzieher oder irgendwas. Oder einen Zollstock. Hallo Herr Schmidt. Oh. Macht's dir, Herren. Guten Tag. Ja, komm, ist gut. Komm, geh mir aus den Augen. Hallo. Ich kann das nicht mehr. Moin, Grüße. Alles klar, schönen Tag noch, Männers. Tschüss. Ja, so, was können wir tun für euch zwei? Habt ihr schon diesen wunderschönen Dach-LKW gesehen? Der ist echt grandios. Der ist jetzt im Angebot. Das ist ein Vorführfahrzeug, was ihr hier seht. Damit könnt ihr gerne ein paar Runden drehen. Und wenn es euch gefällt, natürlich, gibt es das natürlich ebenfalls im wunderschönen Ringelektrik. Gerard, das ist eher was für dich. Die haben mich voll erwischt. Echt? Na dann, kommen Sie mal mit, Herr Günther. Dann zeigen wir Ihnen das gute Stück. Kommen Sie mal mit. Ganz neu eingetroffen. Was halten Sie von der Marke DAF? Seien Sie ruhig ehrlich. Ein sehr schönes Fahrzeug. Ja, finde ich auch. Also optisch ist er sehr, sehr schön anzuschauen. Macht wirklich was her. Ich finde, ganz ehrlich, soll ich immer sagen, hier diese Seitenlinien finde ich sehr sexy. Oh ja. Ja, diese Seitenlinien hier, vor allen Dingen, dass sie sich bis hier hinterziehen. Diese leicht abgesetzten Kanten, die immer mehr verjüngen. Ja, die sind sehr, sehr sexy. Auch hier oben dieser Knick nochmal an dem Fenster. Ja, also generell ist das ein sehr, ich finde, es ist ein futuristisches Design. Ja. Was aber nicht so übertrieben ist und was wirklich, also wow, einfach so ein bisschen. Es hat seine klaren Linien. Es hat klare Linien, ja. Ich aber nicht sagen, er ist windschnittig. Aber eins muss ich genau, euch sagen. Der ist windschnittig. Das ist wie eine Couch, die du hochkant stellst und durch den Wind ziehst, Junge. Was ist denn da windschnittig? Die klaren Kanten, wie du es gerade beschrieben hast. Ach Mann, ey, der hat auch. Das ist so ein richtiger Design. Also. Das ist ein richtiger Design. Wie sagt man? Bist du denn jetzt mit der Sache? Was hält denn das schon wieder, Chef? Ja, weil du keine Ahnung hast. Ja, aber guck doch mal, die wunderschönen Kanten hier vorne, die sich ja von vorne her nach hinten her verjüngen, das ist doch Windschnittigkeit in aller Form.
Ja. Nicht? Das ist, ja, das stimmt. Sag ich doch. Also, den gibt es natürlich in sehr, sehr vielen Ausführungen. Also, da können Sie sich austoben, noch und nöcher, Herr Günther. Wenn Sie ja. da mal, wenn Sie mal fahren wollen, fahren Sie gerne. Und wenn wir Ihnen mal was zusammenstellen sollen, dann können wir das natürlich auch gerne machen. Das wäre kein Problem. Aber ich hoffe ja nicht, dass Sie gerade so hier hochgefahren sind. Warum? Die haben keine Radabdeckungen drauf. Ja, ich weiß. Ist ein bisschen blöd. Wenn das der Herr Bayer sieht. Naja, der ist wieder eine Idee. Ja. Ja, setzen Sie sich auch ruhig mal rein. Ich gehe mal auf den hinteren Sitz, da können Sie mal gucken. Fahren Sie auch ruhig mal, Herr Günther. Machen wir mal an. Ja, machen Sie ja, mal machen an. Fahren Sie mal. Kein Problem. Ui. Fahren Sie mal eine Runde. Ja. Geht die auf jeden Fall, Gerald. Ja, komm, dann fahr doch mal raus jetzt, los. Gut, dann fahren wir eine Runde. Wenn wir mal eine Runde durch Schwatzingen, dann können geht halt alles ne, super, super leicht, super leichtgängig. Die Kamera ist nicht... wundert sich nicht, dass die Spiegel im Raum sind, also im Innenraum. der hat tatsächlich Kameras außen. Ja. Wo neueste Technik verbaut. Ja, natürlich. Ist natürlich immer so eine Sache, ein Spiegel abfahren ist dann doch eher ungünstig. Aber ich kann Ihnen sagen, es ist vom Vorteil, oder beziehungsweise es wird ein bisschen vorgesorgt, denn die Spiegel sind sehr weit oben. Ja? An dem Fahrzeug. Das ist aber auch wiederum bei der Einschätzung ein bisschen problematisch. Weil man es nicht mehr sieht, wo die sich befinden. Ja, die ja. Kameras. Warum stehen die jetzt auch noch hier? Sag mal, Harald, was läuft hier von den Spiegeln um? Hier! Ich weiß nicht, warte mal. Halt mal. Lass mich raus. Hör denn das? Fahrt mal weiter. Müssen wir mal warten, wie das läuft, ne? Hallo. Ja, aber deswegen jetzt Tiere zum Abdecker bringen oder was weiß ich, da muss ja nicht sein. Wenn es denen noch gut geht und sie eh auf Schweine gehen wollen, muss man halt schauen, wie man da auf einen Konsens kommt. Also eine Notschlachtung sollte immer das letzte Mittel sein. Na, pass es auf, mir geht's eigentlich nur... Leute? Ja, ja. Bitte. Wir haben doch ein Reh gesucht. Da raschelt's. Hier in den Busch. Sie sind doch Tierarzt, dann haben sie doch auch bestimmt so ein Notschlachtungsbetäubungsgewehr im Auto, oder? Ja, Moment, man muss ich ja nicht übertreiben. Ich hab ein Mobilfunkgerät habe ich dabei. Ja, guten Tag, was machen Sie denn hier? Das gehört noch zu unserem Grundstück. Ich habe hier ein verletztes Reh über die Straße hüpfen sehen. Wollte sehen, ob ich das noch finde, aber habe es nicht mehr gefunden. Okay, alles klar. Ja, wir haben drauf Ich dachte schon, sie spionieren unser Dings hier wieder aus. Nein, das mache ich nur ganz offensichtlich, damit sie es auch mitkriegen. Ah, super. Na gut, meine lieben Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Wir sind erstmal durch. Und wir sehen uns natürlich morgen wieder. Bis dahin. Tschüss und ciao. Ciao. Sag tschüss. Tschüss. Tschüss.